CDU-CSU-Fraktion jetzt als letzter Redner in dieser Aussprache das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Schall von Güterzügen mit alter Bremstechnik ist zu vergleichen mit einem Presslufthammer, der in 7 Meter Entfernung von uns arbeitet, also 90 Dezibel. Dass ein solcher Lärm von Anliegern als störend und für die Gesundheit als beschädigend empfunden wird, ist ja wohl sonnenklar. Die Prognose unseres Ministeriums ist für den Schienengüterverkehr Zuwachs bis 2030 um über 43%. Das heißt also, wir tun Notwendiges und unterstützen damit auch ausdrücklich das Ziel der Bundesregierung, mehr Güter auf der Schiene zu transportieren. Denn das bedeutet eine umweltfreundliche und klimaschonende Bewältigung des Güteraufkommens. Aber der Staat als Eigentümer muss natürlich dafür das Schienennetz weiter ausbauen und neue Kapazitäten schaffen, um diesen Zuwachs bewältigen zu können. Das heißt aber für die Anlieger von Strecken nicht weniger, sondern in der Zukunft noch viel mehr Verkehr. Dieser Realität müssen wir uns stellen. Der Schienenlärmschutz für die Bevölkerung ist daher zwingend ein Kernziel dieser Koalition, dass sie mit einer Vielzahl von Maßnahmen und immensen Investitionen, eines ist ja schon angesprochen worden, vorantreibt. Und wenn der Bund die Strategie leise Schiene sich als klares Ziel gesetzt hat, dann soll der Schienenverkehrslärm ausgehend von dem Jahr 2008 bis 2020 halbiert werden. Dadurch würde auch im Volk die Akzeptanz für Schienenverkehr deutlich steigen. Das heißt also die Parole, mehr Mobilität bei weniger Lärm. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist ein Meilenstein für den aktiven Lärmschutz, weil er eine Reduzierung des Lärms direkt an der Quelle erfordert. Die neuen innovativen Verbundstoffbremssohlen können die Rollgeräusche der Güterwagen um bis zu 10 Dezibel reduzieren. Das ist in der menschlichen Wahrnehmung eine Halbierung des Lärms. Im Juni 2013 ist ja auch die sogenannte LL-Sohle durch den Internationalen Eisenbahnverband für die europaweite Umrüstung zugelassen worden. Und das ist ökonomisch eine sehr sinnvolle Lösung. Da braucht man nur die Bremsklötze auszutauschen. Das kann bei jedem Wartungstermin erledigt werden. Zwar sind in Europa neu angeschaffte Güterwagen und die meisten Personenzüge seit 2006 mit einer leisen Bremstechnologie ausgestattet, aber es verkehren eben in Europa noch viel zu viel nicht umgerüstete Güterwagen. Erfreulich die Meldung der DB AG vom Montag dieser Woche, dass bis Ende 2017 die Zahl der umgerüsteten Wagen des Unternehmens von 33 auf 40.000 steigen wird und dass bis Ende 2020 sämtliche 64.000 Wagen der Flotte umgerüstet sein werden. Auch andere Güterwagenhalter haben vergleichbare Fortschritte bei der Umrüstung erzielt, sodass man mit gutem Gewissen sagen kann, die deutschen Güterwagenhalter haben die Zeichen der Zeit erkannt und können in Europa als positives Beispiel genannt werden. Wir erhöhen mit dem Gesetz den Druck auf diejenigen Wagenhalter, die bislang keine Umrüstung ihrer Güterwagen vorgenommen haben. Der laute Güterwagen für den regulären Fahrplanwechsel 2020/21 kann, wie dargestellt, nicht mehr angemeldet werden, dann nur noch Gelegenheitsverkehre auf noch nicht vergebenen Schienentrassen fahren. Und das vorliegende Gesetz ist insoweit, wie ich denke, auch eine sehr sinnvolle regulatorische Ergänzung für das, was in den letzten Jahren bereits umgesetzt worden ist. Der Kollege Dont hat ja das Förderprogramm angesprochen. Mit 152 Millionen Euro fördern wir die Umrüstung der auf unserem deutschen Netz fahrenden deutschen und ausländischen Güterwagen. Ich fordere aber hier auch die Europäische Union auf, ebenfalls ein solches Programm mit Umrüstungsbeihilfen für Länder, die Investitionsschwächen haben, aufzulegen und sich aktiv an der Umrüstung der europäischen Güterwagenbestände zu beteiligen, damit
schnellstens eine einheitliche gesamteuropäische Lösung geschaffen werden kann. Mit der Umrüstung der Güterwagen auf leisere Bremstechnik ist eine flächendeckende Lärmminderung möglich. Lärmschutzwände und Schallschutzfenster können doch eben nur örtlich und begrenzt eine Wirksamkeit entfalten. Also seit dem Fahrplanwechsel, das ist das zweite, 2012-13, müssen laute Züge höhere Trassenpreise zahlen als leise Züge, und besonders leise Züge bekommen auch noch Wagen bekommen auch noch eine Investitionsprämie als Belohnung. Der Bund investiert auf Initiative des Bundestages, sage ich hier mit einigem Stolz, jährlich jetzt mittlerweile 150 Millionen Euro in eine freiwillige Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen. Das Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes 2016 bis 2018 hat zusätzliche Investitionen für Lärmschutz drin, damit insbesondere Lärm an Brennpunkten weiter reduziert werden kann und innovative Techniken entwickelt werden können. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss will ich sagen, wir können auch noch weitere Maßnahmen ergreifen. Superschnelles Schleifen für glatte, geräuscharme Schienen, Schallabsorber an den Rädern, neu dimensionierte Schallschutzwände, also konkav und nicht mehr steil, Entdröhnung von Brücken. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich bin am Ende, Frau Präsidentin. Nahtlose Verschweißung, damit nicht alle 110 Meter knack, knack, knack im Netz ist. Da haben wir einiges zu tun. Auch die Digitalisierung kann den Beitrag leisten. Ich bin überzeugt, dass wir in den Jahren bis 2020 deutliche Verbesserungen erleben werden. Ich wünsche den Anwohnerinnen und Anwohnern der Metropolen, des Rheintals, des Inntals, des oberen Elbtals und anderen Regionen baldige, ruhigere Nächte und bitte deswegen um Zustimmung zu diesem Gesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Aussprache und wir kommen